Auch wenn es im Tal nicht mehr ganz nach Winter aussah, erwartete die Skifahrer am letzten Tag der Saison auf der Bürgeralpe in Aflenz beste Bedingungen. Und dafür sorgte nicht nur modernste Technik, um die sich Thomas, Tobias und Leo kümmerten, sondern auch viel Herzblut der Betreiber. Bei einem ausführlichen Gespräch zog man Bilanz. Nach der Saison ist vor der Saison. Wie zufrieden ist man mit der Saison? Naja, bei diesen Voraussetzungen, die uns der liebe Gott mit dem Schneefall geschenkt hat, kann man als Liftbetreiber nur sagen, es war eine Top-Saison, die erste wirklich richtige Wintersaison wieder auf der Aflenzer Bürgeralm. Ich habe es in der Presse, im Pressegespräch schon erwähnt, wir haben 20.000 Besucher heuer gehabt und die Freude ist einfach so groß, dass dieser Winter so gut gelaufen ist. Jetzt geht es natürlich weiter. Was ist geplant? Was steht am Programm? Naja, wie nach der Saison ist vor der Saison, jetzt kommt der Sommer. Wir haben im Sommerbereich schon viel investiert, sprich die Mountainbike-Trails und es gibt dort Wanderwege, es gibt einen Erlebnisspielplatz für die Kinder und was wir dringend brauchen, ist noch Gastronomieangebot zu verbessern und auch für die Kinder noch zusätzliche Attraktionen im Fahrradbereich zu schaffen und auch für die Mountainbiker noch zusätzliche Trails zu bauen. Mit der Wintersaison waren wir, glaube ich, auch was die Besucherzahlen anbelangt, sehr zufrieden. Ja, natürlich. Also wie gesagt, wir haben im Vorjahr 8.000 Besucher gehabt und sind heute auf 20.000 mit den Sommerzahlen. Wenn man das Vorjahr hernimmt und eine Steigerung dazu gibt, werden wir auf 30.000 im ganzen Jahr Besucher auf der Aflenzer Bürgeralm kommen. Die Bürgeralpe soll für viele Gäste aus nah und fern das ganze Jahr über zu einer Wohlfühl- und Erlebniswelt werden. Wie sehen die Gemeindevertreter dieses Angebot? Wir liegen in einem wunderbaren Zentrum Kapfenbergbruck, Leoben, und wir kommen innerhalb weniger Minuten in einen tollen Naturraum, in ein tolles Naherholungsgebiet Bürgeralm. Und das unterstützen wir sehr gerne. Es wird sehr gut angenommen. Wir haben 200 Kinder, die das Angebot annehmen, das die Gemeinde unterstützt. Es ist eine Freude, in unserer Region wohnen und leben zu dürfen. Das ist unser Naherholungsgebiet. Da haben Generationen von Brucker Kindern Skifahren gelernt, sollen sie auch weiter tun. Und da gibt es eine echt engagierte Partie von Menschen, die das betreiben, die das ausbauen. Immer naturnah, ökologisch, aber trotzdem effizient. Also ein tolles Gebiet für uns. Welche Bedeutung hat für die umliegenden Gemeindevertreter das Naherholungsgebiet, die Bürgeralpe? Ja, für die Marktgemeinde Dörl eine sehr große Bedeutung, weil wir direkt die angrenzende Gemeinde sind. Und für unsere Kinder und Jugendlichen hat das auch eine sehr große Bedeutung. Sie lernen hier Skifahren, es gibt touristische Attraktionen, also eine ganz große Bedeutung. Ja, die Aflenzer Bürger haben schon immer einen Mehrwert für die Gemeinde und für jeden Einwohner hier in Aflenz. Und jetzt mittlerweile mit den zwei neuen Liften rauf zum Schönleiten, also natürlich wunderbar, weil das Angebot wieder größer geworden ist, genauso wie im Sommerbetrieb mit dazu, mit den Trails vom AB-Trail über den Windgruben-Trail und den Throat-Trail hinunter ins Tal nach Aflenz. Und wenn man jetzt da schaut, es kommen ja natürlich auch viele Touristen hierher. Ja, so ist es. Also es hat wieder einen großen Mehrwert natürlich gegeben für die ganze Region, aber vor allem für die Marktgemeinde Aflenz, weil mitunter auch die Liftkartenaktion für die Jugendlichen gut angekommen ist. Sämtliche Karten für Aflenzer, Dörler, Kapfenberger und Brucker für die Kinder unter 15 Jahre werden frei zur Verfügung gestellt. Um einen optimalen Betrieb und weitere Maßnahmen setzen zu können, braucht es aber auch die finanziellen Mittel. Wie sieht es da mit Unterstützung aus? Die Gemeinde hat schon vorletzt mit dem Klettersteig, mit dem Panoramaweg, mit der Aussichtsplattform. Wir haben dann nachgestoßen mit den Mountainbike-Trails und mit dem Kinderspielplatz. Die Wanderwege, das Hochschwabgebiet, das brauchst du gar nicht viel bespielen, das bespielt sich von selbst. Die Natur genießen, aber sonst heroben wollen wir nicht zu viel machen. Wir wollen das, was da ist, richtig benutzen und die Natur eben Natur lassen. Ohne Unterstützung geht es natürlich auch nicht. Wie zufrieden ist man mit der Unterstützung, die man seitens von den Betreibern, Verantwortlichen bekommt? Ja, wir haben ganz eine tolle Unterstützung vom Grundbesitzer, die Bürgerliche Forst- und Almgemeinschaft Aflenz. Aber man kann Ideen haben und auch der Grundbesitzer kann Ideen haben. Ohne Geld geht nichts. Da ist vor allem der Stefan Bierer, der mit seiner Gesellschaft, Interlift-Gesellschaft 100% jetzt kommanditist, die ist natürlich eine ganz große Nummer. Und in Verbindung mit der öffentlichen Hand, Land Steiermark und der Marktgemeinde Aflenz, sind wir da auf einem sehr guten gemeinsamen Weg.
Da kann man also gespannt sein, was noch alles an möglichen Freizeitaktivitäten den Gästen zukünftig geboten wird. Nicht um einen guten Aufschlag, sondern ums richtige Zudrehen ging es im Bruno Rabels Tennisstüberl beim Schnapserturnier. 28 Teilnehmer unter der Turnierleitung von Peter Schlagbauer spielten um den begehrten Turniersieg. Peter, wie läuft es als Schiedsrichter bei der Schnapserei heute? Heute ist super, echt Weltklasse. 7 Runden lang war Dame dabei, ungeschlagen, das war Wahnsinn. Ja, das fällt sowieso auf die Damen, die sind ja ganz gut drauf beim Schnapsen und es wird immer populärer. Super Geschichte, sage ich da. Heute 28 Teilnehmer und eine Dame ganz vorne dabei. Also für mich ist fast schon Siegerin, wenn du 7 Runden umgeschlagen bist, für mich ist wie eine Siegerin. Ja, und für dich als Schiedsrichter natürlich auch, wenn du von Damen umgeben bist, oder? Natürlich auch, nicht? Also Damen, wenn die mitspielen, Weltklasse und heute vom Starterfeld her gesehen, die Hälfte fast Damen und das ist super, wenn man so schön durchmischt ist, das ist Weltklasse. Schnapsen, ein ursprünglich aus Österreich stammendes Kartenspiel, erfreut sich auch bei den Damen großer Beliebtheit. Ja, Veronika, du bist ja wirklich eine exzellente Schnapserin da in der Obersteiermark. Wie geht's dir heute? Ja, noch einmal gut. Ganz auf Sieg ausgekriegt? Jetzt habe ich gerade verloren, aber ich habe noch ein paar Mackerl. Ja, aber mir ist aufgefallen, du bist fast immer ganz, ganz vorne dabei. Nein, ich bin schon einmal letzter geworden. Also ich spiele für die Karten, oder? Du weißt das eh. Ja, aber du bist schon oft im Finale. Ja, beim Kunis jetzt war ich wieder im Finale. Aber das habe ich verloren, das Finale. Was glaubst du, wie viel Gig braucht man und was ist der Prozentsatz vom Können? 95% Gig. Und der Rest können, gell? Ja, ganz, ganz selten, was wirklich um einen Anzer geht oder was. Aber sonst viel Glück. Du bist ja leidenschaftliche Schnapserin. Bist du immer dabei bei den Preisschnapsen, gell? Ja, schon, so oft es mir halt möglich ist. In der Pension habe ich nichts anderes zu tun. Und was ist der Reiz? Was reizt dich da so? Die Gesellschaft, mit dabei sein, dass es Spaß macht. Ja, Karten spielen. Ja, und ein bisschen denken muss man auch, gell? Ja, es ist ein bisschen gegen Alzheimer. Und da rockieren da die lieber, aber da gibt es in Bruck leider keine Gruppe. Aber ja, muss ich halt nach Wien fahren, aber schnapsen kann ich da und das taugt mir. Man ist unter guten Leuten. Eben, mit netten Menschen zusammen. Jogsch, wie geht's dir heute bei dem Schnapsen da? Ja, einmal so, einmal so. Also es ist halt so, dass du ab und zu keine guten Karten hast. Und dann hast du manchmal hast dann wieder genug Glück. Also, es passt schon. Kannst für die vorderen Plätze eingreifen? Ja, wenn ich jetzt nichts mehr verliere, schon. Aber schön war es natürlich ganz schwierig gekommen, gell? Das ist klar, das ist klar. Wegen dem bin ich ja da. Was ist denn der Reiz beim Schnapsen überhaupt? Ja, der Reiz, das kann man nicht sagen. Es ist ein Prickeln, weißt du, jedes Spiel. Da stellen sie die Nackenhaare auf manchmal. Um beim Schnapsen erfolgreich sein zu können, braucht es neben dem Können auch das nötige Glück. Und Karl Mörd aus Bruck hatte bei diesem Turnier beides und errang den Turniersieg. Zweiter wurde Veronika Edlinger aus Thörl und den dritten Platz errang Manfred Graf aus Bruck.